Die Entscheidung ist gefallen, die Rückwand fliegt raus. In diesem Teil werden wir Step by Step die ganzen Klappen und die Hecktüre entfernen und alles, was drumherum ist, und die ersten Schnitte in die Rückwand setzen, um dann uns Step by Step durchzuarbeiten, um auf diesen Hauptrahmen zu kommen, um dann die Kabine um 50 cm erweitern zu können. Ich muss sagen, wenn man diese Rückwand so anschaut, dann ist einem erstmal auf dem ersten Moment gar nicht bewusst, wie viele Schrauben und Verschlüsse und Klappen und keine Ahnung, was das eigentlich sind. Allein um die Türe zu entfernen, waren es ja ein Haufen Verschlüsse und dann noch irgendwelche Scharniere und Beplankungen und keine Ahnung was, es waren echt ein Haufen Teile. Aber was das wirklich krasse war, der Shelter ist jetzt wirklich schon alt, das ist ja irgendwie um die 80er rum, glaube ich, Baujahr 86 oder sowas. Die ganzen Schrauben waren noch in einem extrem guten Zustand, also man hat sie wirklich extrem gut wegbekommen, es war nichts irgendwie groß weggerottet oder verrostet. Dementsprechend muss ich sagen, die Qualität ist schon echt krass. Und somit herzlich willkommen in dem neuen Video und wir werden in diesem Teil die komplette Rückwand rausnehmen. Das heißt, wie ihr sehen könnt, Tür ist weg. Richtig, die Tür ist schon mal weg und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wir werden jetzt die ganzen Klappen entfernen und dann Step by Step von innen anfangen, alles rauszusägen und rauszubohren, um außen auf die äußersten Rahmen zu kommen, um dann die Kabine im nächsten Schritt verlängern zu können. Also drückt uns die Daumen, dass alles gut geht und wir hier hoffentlich nichts kaputt machen. Ja, und dann ja, aber irgendwie auseinanderreißen ist immer leichter als zusammenbauen. Richtig. Und dann irgendwie diese Heckverlängerung hier dran kriegen. Also, let's go!
So. Jetzt mal gucken, ob wir diese Klappe hier irgendwie weggerissen kriegen. Ich glaube, das wird ganz schön fies. Also, hohe Gewalt. Wie immer halt. Nicht so sicher. Oder andere von euch würde sich jetzt bestimmt fragen, wieso wir uns so viel Mühe geben und die ganzen Klappen und so Zeug einzeln reinbauen, rausbauen so rum. Mein Ziel ist es tatsächlich, diese gesamte Rückwand Step by Step abzubauen, um vielleicht die Möglichkeit zu haben, mal hinten dran zu gucken. Eben, wo sind die ganzen Ständerprofile, wie viel ist eigentlich an der Wand überhaupt isoliert und wie sieht diese gesamte Innenwand aus und vor allem, wie ist die gesamte Konstruktion gebaut. Weil wenn ich diese Konstruktion mal angucken kann, dann kann ich mir vielleicht auch Gedanken machen, ob ich das eine oder andere, wie wir das bauen möchten, überdenke und vielleicht auch in demselben System quasi baue, wie hier Zeppelin das gebaut hat. Deswegen versuche ich das jetzt eben Step by Step abzubauen, um vielleicht, wie gesagt, ein bisschen was davon lernen zu können. Also mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja. So, wie ihr sehen könnt, sind jetzt alle Klappen draußen und die Rückwand ist ganz schön zerlöchert. Und deswegen wollten wir auch diese Rückwand hier, nicht als Rückwand zur Kabine haben, sondern tatsächlich rausmachen. Weil hier ist nicht mehr viel Isolierung vorhanden, hier sind überall Metallträger drin in der Wand. Dementsprechend ist sie ja auch nicht gut isoliert. Und deswegen reißen wir die hier raus und verlängern auch die Seite auch. Das war so die Idee. Weil auf der anderen Seite ist viel mehr Isolierung drin und tatsächlich halt auch die Löcher, wo wir brauchen für den Durchstieg, passen relativ genau schon mit dem anderen Loch rein oder mit dem anderen Loch überein. Und da macht das, glaube ich, deutlich mehr Sinn. Das heißt, der nächste Schritt wird werden, jetzt halt diese Dinger Step by Step rauszusägen und ja, halt die komplette Rückwand rauszunehmen. Ob sich das gut anfühlt? Aktuell noch nicht, aber wir haben uns überlegt, dass wir das so machen wollen. Also müssen wir das so machen. So. Rückwand muss raus, also los geht's. Wir sind gerade am Überlegen, wo wir anfangen sollen und wie wir vor allem anfangen sollen, weil wir haben jetzt hier einen Haufen Klappen und ehrlich gesagt noch nicht so richtig die Mega-Ahnung, wo wir anfangen. Aber ich glaube, die sinnvollste Idee wäre jetzt tatsächlich einfach mal diese Rahmen hier rauszunehmen, von außen und von innen. Ja, und dann halt anfangen, Step by Step diese ganze Wand rauszunehmen. Andere Idee, muss ich sagen, habe ich gerade nicht. Also, wird schon.
bekanntlicherweise ist ja so der erste Schnitt und das erste Mal reinbohren so das Schlimmste oder das Komischste für einen selber. Und so war das tatsächlich auch. Man weiß ja, überlaufen irgendwelche Träger durch die Wand und die Träger wollten wir angucken, also die komplette Wand so abbauen, dass man diese ganzen Träger erkennt und diese ganze Struktur nachher letzten Endes erkennt. Und das war wirklich seltsam. Man hatte keine Idee und wir haben uns ja letzten Endes dazu entschieden, einfach in die Ecken von diesen Aussparungen, also von diesen Klappen reinzubohren, erstmal diese Klappen rauszunehmen. Das war tatsächlich auch, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und so konnte man dann wirklich Step by Step eben die Außenhaut abreißen, gucken, wie sieht das hinten dran aus und sich dann weiter rausarbeiten. Und so werden wir es dann, glaube ich, dann im Folgenden auch machen, eben wieder Step by Step einfach abbauen und es dann so lange rausarbeiten, bis wir draußen auf den Hauptträger kommen. Der Anfang ist gemacht und alle Klappen sind entfernt und die ersten Schnitte sind reingesetzt. Wie gesagt, mein Ziel war es ja, Step by Step alles abzubauen, um mal zu gucken, wie überhaupt so eine Kabine aufgebaut ist. Und das haben wir eigentlich tatsächlich wirklich gut geschafft. Man sieht die ganzen Rahmen und im nächsten Schritt werden wir jetzt dann die Außenhaut im Prinzip entfernen, die Innenhaut entfernen, den Türrahmen Step by Step entfernen, dass man dann halt langsam so ein bisschen Überblick bekommt und halt mehr zu diesem Rahmen dazukommt. Das wird dann Teil des nächsten Videos werden. Wir machen parallel schon natürlich Pläne und machen uns Gedanken, wie wir den Rahmen dann aufsetzen. Ich bin immer noch dabei, mir ein Schweißgerät zu besorgen und die ganzen Aluminium-Vierkantrohre, weil ich glaube, das wurde im letzten Video von mir nicht so richtig anständig kommuniziert. Wir wollen natürlich die Heckverlängerung aus Aluminium bauen, dass einfach der gesamte Shelter einheitlich aus Aluminium ist und nicht irgendwie ein Stahl-Aluminium-Gemisch. Und auch die Außenhautbeplackung wollen wir natürlich auch aus Aluminium machen. Deswegen ist das Ganze ein bisschen komplizierter, natürlich auch mit dem Verschweißen. Aber ich denke auch, das ist eine Sache, wenn ich ein bisschen übe, dann werden wir das schon hinbekommen. Wenn wir den Rahmen geschweißt haben, dann wird wahrscheinlich im Winter auch erstmal nichts werden mit Kleben. Aber dementsprechend können wir schon mal anfangen, die Türausschnitte und die ganzen Fensterausschnitte zu machen. Und sicherlich das ein oder andere von der Innenraumplanung oder vom Innenraumkonzept schon umsetzen. Dementsprechend, wenn dir das Projekt gefällt und dabei bleiben möchtest, wie wir im nächsten Schritt die komplette Rückwand raustrennen, bis auf den Rahmen und dich interessiert, wie das Ganze mit dem Zeppelin FM2-Shelter weitergeht, dann nicht vergessen zu abonnieren und einen Daumen nach oben zu geben, würde uns riesig freuen. Und dann würde ich mich auch riesig freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Teile wiedersehen. Und dann würde ich mal sagen, ich bin raus, haut rein und ciao!